Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Wir sind hier noch bei unserem letzten Fremdauftrag, der, diesmal gucke ich rechtzeitig nach, zu 99% fertig ist. Das heißt, gleich kommt die Meldung. Dankeschön, das war's. Ja, da ist er. So. Jetzt können wir den abschließen. Oder warte mal. Wir können noch gucken. Groban hier säen. 4600. Zum Säen Hafer. Der kann doch auch Hafer, wa? Z. Das ist der Hafer. Genau. Dann nehmen wir die 4000 hier noch mit. Und Sonnenblumen? Kannst du, glaube ich, nicht. Nee. Sonnenblumen kann er nicht. Das heißt, wir nehmen den Hafer noch mit. Den hier. Feld 54. Wo ist denn das? Wir sind... Nanu, auf den großen 30er da oben. Und wollen nach der 54 hier unten auch... Oh, es geht doch ganz schnell. Das geht doch ganz schnell. So. Dann segeln wir da nämlich rüber. Ein bisschen Saatgut haben wir ja noch. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Geld mit. Ich hoffe, hier mein lieber Nachbar hat nichts dagegen, wenn ich mir seinen Trecker noch ein bisschen länger ausleihe. Ist ja alles freundliche Nachbarschaftshilfe. So. Da ist das Feld. Wunderbar. Dann klappen wir den Zirkus mal wieder aus. Und hafern hier eine Runde. So, Johnny. Harvey, hab Spaß. Tschüss. So, ich muss jetzt mal ganz schnell gucken. Hafer, da. Der geht im Mai gar nicht. Ah, dann müssen wir jetzt hier bleiben. Und kann ich in den nächsten Monat springen, bis der Auftrag beendet ist. Na gut. Das kriegen wir auch noch gebacken. Wir haben schließlich mehr als genug zu tun. Oh, wir haben noch 80.000. Ah, bald kann ich mir mal ein neues Feld leisten. So. Ich denke immer ernsthafter darüber nach, das Haus hier zu verkaufen. Einfach aus dem Grunde, ich werde das nicht vollkriegen. Kuhstall, seht ihr? Null. Und ihr, meine Freunde? 45 Kühe sind hier drinne. Wie passen eigentlich rein? 12.000 Liter Stroh. Achso, ja, Stroh habe ich ja eingefüllt und Gülle. Und den Mist, den gibt's hier. So, als wir King of the Hill. 14.000. Aber das lohnt sich nicht, den ganzen Zirkus zu verkaufen. Weil... wir auf einem Tiefpunkt sind. Und noch mehr Mist. Ich gucke mal, was ich kriege. Ich meine, das ist eine Fehlinvestition, ja. Wo muss ich nach gucken? B. Häuser bauen. Da. Das wäre der hier. Wert 118.000. Da seht ihr mal, wie viel totes Kapital ich hier habe. So, das ist echt totes Kapital und eine Platzverschwendung. Weil hier könnte ich zum Beispiel den Offenstall hinstellen mit den Limousin-Rindern.
Ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich eine gute Idee ist, weil. Pass mal auf, Tiere. Ist der, den wir geholt haben, wa? Nee, oh. Doch, ist der, den wir geholt haben. Nee, das ist der große. Den hier haben wir gekauft. Der kostet 245.000. Ey, warte. Da passt nur 45 Rinder rein. Und ich habe 45 Rinder drin. Wisst ihr, was das heißt? Mein Rinderstall ist voll, die vermehren sich nicht weiter. Okay. Alle Überlegungen, die wir jetzt eben gemacht haben, sind für Poppes. Ich muss jetzt hier mal freiräumen, weil ich den Rinderstall brauche. So, wo stelle ich den ganzen Mist jetzt hin? Ha! Ich kann die Felder noch gar nicht einreißen. Da muss ich das Zeug jetzt hier drüben vom Rasen stellen, was mich natürlich bei meiner Ernte stört. So. Ich wette, ich suche mir nächstes Mal einen Ast und finde das nicht. So. Den stelle ich hier. Stopp, bremsen. Den stelle ich. Na, ich habe ja gerade umgeschaltet. So. Brauche ich jetzt nämlich Futter, Stroh und den ganzen Zirkus. Und dann wird hier aufgemacht, der Laden. So. Alles klar. So, dann geht's jetzt los hier. Also, als erstes brauche ich Stroh. Stroh ist... Geht doch auch mit dem hier. Dann gib mir mal bitte als erstes, was hast du denn an Stroh da? Milchration haben wir keine. Oh, wir haben kein Mineralfutter mehr. Hiervon die Hälfte. Stopp. So. Machen wir auf hier. Tür hier können wir auch gleich aufmachen. Genau. Und raus damit. Oder warte mal, ich heb mal lieber ein bisschen auf. Genau. Na. So. Ich werde erst das Futter anmischen und dann den Rest in den Stall kippen. So. Und das werde ich aber mit dem anderen Trecker machen und dieser hier wird. Ja, warte mal, ist doch eigentlich egal. Du kannst ja das. Mineralfutter mit dem HW80 holen. Also
AW80. Na, daneben. Jetzt. Sag mal. Doch, jetzt. So, Shop. Tschüss. Und du hier? Hoi. Oh. Silage. Oh, ich habe nicht genug Heu. Wie mache ich das jetzt? Kann ich auch Gras nehmen? Nee. Wie krieg ich denn Heu ran? Wie krieg ich Heu ran? Ich müsste das mähen und dann zettern. Also hier wenden und tralala. Aber ich habe keine Grasfläche mehr. Oh, warte mal. Bauen. Silos. Was kostet denn ein Grastrockner? Wer bist du? Hochsaatsilo. So, das hier sind die normalen Silos. Diese Güllebehälter. Und das war's. Ist er bei Produktion? Zentrales Gerstelager, ein Generator. Verkauft Strom. Silageproduktion. Produziert aber keine, produziert aber kein Heu. Weiter vorne? Oder zählt das als Fabrik? Hier, Heu. Ah, nee, so ein Heulager. Lagermöglichkeit, ja. Die Silos sind nutzlos. Wird Getreide gelagert? Lagermöglichkeit für Heu und Stroh. Ich will es aber nicht lagern, ich will es herstellen. Tiere. Das sind nur Ställe. Sonstiges. Bienen. Bienen bringen mir doch eigentlich auch was, oder? Produzieren Honig. Dieser wird an einem zentralen Ort gelagert, welcher separat gekauft und platziert werden muss. Wenn die Bienenstöcke in der Nähe eines Feldes platziert, erhöht sich bei manchen Früchten der Ertrag. Wäre eine Idee. Aber erstmal brauche ich Heu. So. Du brauchst noch eine Weile. 70%. Du. P. Du kaufst jetzt... Autolot hat er ja gar nicht. Du kaufst jetzt... P. Hier. Paletten. Da kaufst du jetzt die... Nicht Siliermittel. Ach nee, du kaufst Mineralfutter. Genau. Na komm, aller guten Dinge. Sind drei. So.
Muss ich jetzt noch Heu zukaufen? Okay, dann mache ich Folgendes. Johnny, du saugst das hier ein. Und du nimmst jetzt deine Gabel und einen Anhänger. Eigentlich ist egal, welcher Anhänger. So. Gott, ist das teuer. Jetzt muss ich Heu zukaufen. So. Ab zum Shop mit dir. Was machst du hier eigentlich? Du nervst. So. Und du bist gleich fertig? Okay. Dich brauchen wir nicht. Dich brauchen wir nicht. Du? Ja, warum lädst du hier nicht weiter? Ja, weil ich nicht zugucke. Weil ich nicht daneben stehe und zugucke, wa? Mann, Mann, Mann. Alles muss man hier selber machen. Okay. Aber jetzt solltet. Jetzt zieht rein und ich warte jetzt hier, bis Johnny kommt. Warte, der muss ja von da kommen. Da kommt er. Alles klar. So. Du kaufst Querballen. Heu. Oh Gott. Ich muss eigenes Heu produzieren. So, abschalten. Und zuerst probieren. Nö. So. Na klar, fallen die daneben. Na, zwei von drei. Machst du hier nicht weiter? Sag mal, lädst du mal die... Amateure. Gut. Dann lade ich erst das auf. Lohndienstleistung abgeschlossen. Geld. Sehr gut, warte, ich schicke nur noch Johnny mit dem Heu nach Hause. Helfer hat die Arbeit außerplanmäßig belegt. Ja, der hat jetzt das Ganze, hat er perfekt geplatzt. Sehr gut. So. Du fährst bitte nach Hause. Und ich stelle mich jetzt hier... Nee, warte. Erstmal... Doch. Wir liefern das ab. Und gleichzeitig kann ich ja von hier aus... Fremdaufträge... Den hier... Abschließen. Und den... Abschließen. So. Was mit dir jetzt hier? Aufnehmen. Sammeln. Muss ich hier daneben stehen und gucken, wie der das einlegt. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ungefähr 10 Minuten. Weil hier muss noch irgendeiner seine Körner zählen.
Na gut, aber es wird gleich. Dann fahren wir nämlich zurück und dann werden wir in der nächsten Folge Futter machen. Wir werden den Stall in Betrieb nehmen und werden einen Teil der Kühe, wahrscheinlich die jüngsten, rüberschmeißen in den anderen Stall. Ja, damit sich die alten Kühe wieder vermehren können. Ich denke, das wird klappen. Und wenn sie in dem anderen Stall, wo die Jungkühe drin sind, groß sind, können wir sie verkaufen. Weil die sind ja sozusagen umsonst. Jo, das kann ich machen. Gut. Und sobald wir Geld haben, also sprich draußen den Dings haben, das neue Feld und Platz für den Stall, dann holen wir uns Fleischkühe und dann machen wir das mit denen. So. Du fährst jetzt nach Hause und ich sage von mir aus, ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut und genießt den Tag. Lasst euch nicht ärgern. See you later.